Aber es befindet sich da doch ein Schalter hinter. Hier ist nichts mehr. Ich glaube, dann können wir auch. Ich will noch mal einmal. Ach, eine Geldleiche. Aber sonst. Nee, hier ist nichts mehr. Da hinten geht es also weiter. Hier haben wir jetzt alles durchgeguckt. Nochmal einen ganz prüfenden Blick. Okay, das haben wir jetzt alles. Und jetzt gehen wir rüber. Da sehe ich aber noch was. Und dann, die sind leer. Du bist aber nicht leer. Und jetzt geht es ab zur Galerie. In Kilkret. Der Legende nach. Achso, jetzt sind wir einfach nur... Ach, hier. Sehen wir, wie es weitergeht. Da geht es also jetzt weiter. Und wir tragen das Licht mit uns. Ja, Experte. Ah. Das war doch so... Da war doch. Siehst du, jetzt klappt es doch. Ich hätte nochmal eben gucken sollen, was der denn bringt, der Gesundheit. Habe ich jetzt mitgenommen. Allein aus dem Grund 6 Gewicht und 400, Gold hatte das einen Wert. Und ich gucke an Sachen, was ich mitnehme, eigentlich meistens nach Wert, aber ich brauche es ja meistens nicht. Mal sehen, ob wir vielleicht auch die nächstbessere Rüstung auch irgendwo finden. Wäre auch nicht schlecht. Schlüssel erforderlich. Aha. Ach, wo kommst du denn her? Oh, rumpierter Schatten. Vorsichtig. Ach, jetzt ist auch die Tür aufgegangen. Hallo? Korrumpierter Schatten. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, dass es sogar noch Gegner gibt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und ich habe das Spiel ja davor, ich weiß nicht, zwar nicht groß intensiv gespielt. Manche habe ich gehört, die konnten Skyrim wirklich 200 Stunden spielen. Und das glaube ich denen auch. Das kann man wirklich. Aber ich hatte Skyrim dann, ich glaube, 60 Stunden vorher gespielt. Oha. Das ist mal eine Begrüßung. Irgendwas Böses da. So, noch eine leere Schatulle. Na gut. Beschädigte Bücher. Kritischer Schlag. Ja gut, hier habe ich alles abgegrast. Oh, wachsam. Du sollst nicht drauf gehen. Achso, da habe ich schon durchgeguckt. Die... Achso, nur einmal. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da ist noch ein Feuerchen. So, also hätten wir hier auch lang gemusst. Ich dachte, das wäre jetzt so optional. Stimmt aber nicht. Ah, hier ist noch ein Schatten. Ah, das ist, glaube ich, mehr so ein verändert... Der hat ja... Ich habe gerade gesehen, der hat einen Wachenhelm an. Und... Aber er ist ein Skelett, also irgendwie korruptierter oder so. Schatten, Also irgendwie übernommene Wachen, die vielleicht verzaubert wurden. Ich habe keine Ahnung, die gestorben sind. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so. Aus dem Zusammenhang gerissen, wollte ich gerade sagen. Ah, das war blöd. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch einmal ganz rumlaufen. Und einen Schlag noch. Gold. Goldener Smaragdring. Also der hat einen sehr großen Wert. Du bist leer. Du bist aber nicht leer. Sonst war es das hier. Ist hier hinten noch eine Leiche? Nee. Dann sieht das wohl... Nee, hier ist... Achso, und das öffnen wir dann wohl ganz zum Schluss. Das heißt, wir müssen noch einmal außen rum. Ja, wir werden es überleben. Nee, ja, das ist abgezäunt. Das heißt, wir müssen wirklich hier lang.
Habe ich dich? Dich, doch, dich habe ich mitgenommen. So, jetzt sind wir wieder hier. Gehen rüber. Und dann springe ich am besten nicht nochmal runter. Ist, glaube ich, zu empfehlen. Das habe ich... Habe ich das durchgeguckt? Ja, habe ich. Das Buch habe ich mir auch schon angeschaut. Also geht es jetzt weiter. Muss hier mal eben drüber. Komm ich. Da kann ich aber nicht rein. Das sieht so aus, als wäre da irgendwas. Wir gucken mal. Wir können es ja mal probieren. Wir haben ja so einen hübschen Schrei. Du musst. Ach, das macht die Waffe schneller. Nee, das darf ich jetzt nicht nehmen. Sonst muss ich gleich warten. Zur Seite Wirbel. Das ist er. Und ich hab's mir kaputt gemacht. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das war natürlich geplant. Ich wollte zeigen, wie es nicht gemacht wird. So. Aber jetzt dürfen wir den ganzen Gang nochmal in Third-Person-Ansicht durchgehen, was einfach die Atmosphäre nochmal um das Vielfache erhöht. Ne? So, hier rüber. Und jetzt... Und hier ist nichts. Es hat sich gelohnt. Und jetzt, ja, muss ich sowieso nach unten, also... Aber da war doch noch ein Türchen. Und das ist aufgegangen. Es ist zum Mäusemelken. Aber es ist Spaß. Wirklich spaßig, immer den gleichen Weg nochmal und nochmal laufen zu müssen. Ich hätte doch lieber warten sollen, bis ich wieder rasen kann. Bis ich sprinten kann. Gut, dann versuche ich das hier noch schneller zu machen, indem ich das einfach mal einsetze. Nein, du machst dir das jetzt nicht nochmal kaputt. So, wo kommen wir hier hin? Achso, du sahst aus der Ferne aus wie irgendjemand, der nicht ein No-Named, na, oder halt ein korruptierter Schatten, sondern halt vielleicht der Endgegner sozusagen hier in diesem Level. Aber nein. Das ist noch nicht so weit. Geht's noch so viel weiter und da hinten sollten wir doch runter. Aber ich gucke hier einfach nochmal durch. Nicht, dass wir hier noch irgendwas vergessen. Ist leer. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten, dass ich nicht immer die leeren Sachen öffne. Ich glaube, ich könnte mal eben hier mal ein bisschen Ladung raufgeben. 26. Bisschen Gold und noch ein bisschen Gold. Okay, hier ist nichts mehr. Aha. Das wusste ich ja noch gar nicht. Also wir hätten hier auch hingemusst. Kann ich das? Ja doch, ich kann das verdecken. So, dann gehe ich hier runter. Und dann... Weiß nicht, ist das hier schon die letzte Katakomben? Finden wir unseren Gegner in den Katakomben? Wir werden es gleich herausfinden. Hallo? Ah, hier geht's doch noch weiter. Gold, noch ein bisschen daneben. Nein. Ach, Lydia. Ist genauso doof wie ich, hast dich da reingestellt. Aber hier, doch, da ist noch was. Winziger Seelenstein. Aber sonst, die ist leer. Sonst war's das, ne? War's das? Ja, war's. Hier, den Heiltrank. Lydia, bitte nicht im Weg laufen. Das ist so eine besondere Eigenschaft von dir. Und das stört mich. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ah, lass ich. Ritt. Wir können ja mal so ein bisschen hoffen, ein bisschen den Startschuss zu geben, dass wir ihn ein bisschen anschwächen. Also hier sieht es ja danach aus, als wären wir angekommen. Okay, und wir wechseln. Und sie haben uns bemerkt. Den ersten...
bin ich aber mal gespannt, wie die Geschichte lautet, wie sie, wer die Schatten hier gemacht hat. Wow. Das war ja jetzt schon... Nein. Das ist fies. Das hat mich noch nicht getötet, oder? Es sah kurz aus als... Nee. Ich heile lieber schnell. Das kann, glaube ich, noch ins Auge gehen. Und das wollen wir alle nicht. Stirb. Stirb. Und jetzt nochmal. Es ist Krankheitsheilung. Das war natürlich... Oh, wer bist du denn? Bist du irgend... Boah. Ich glaube, wir können mal wirklich unser Geld dafür benutzen, Heiltränke zu kaufen. Aber wir haben schön viele hier Seelensteine füllen können. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Machen wir gleich. Ich will seinen Zauberstab. Oh. Der hat auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht, muss ich sagen. Den auf jeden Fall. Wäre cool, wenn man so welche Zauber, also jetzt vom Charakter hierher, selber machen kann. Also, halt. Selber so einen starken Zauber machen kann. Leer, leer, leer. Du bist auch leer. Gut, dich nehmen wir gleich vom Sockel. Wir grasen hier nochmal eben... Oh Gott. Hier kommt das Geld so richtig in die Tasche. Aber sonst bin ich alles durchgegangen. Dämmerbrecher hinzugefügt. Und es geht zurück. Wir werden teleportiert. Dämmerbrecher, ist das irgendein Zauber oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach, und wir befinden uns wieder in der Luft. Wo ist ein Weißlauf? Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Ich behalte das Schwert, aber ihr solltet jemand anderen suchen, der eure Religion verbreitet. Ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Nachher legen wir uns noch mit Meridia an. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Abgeschlossen und wir fallen wieder herab. Okay, ein mächtiges Schwert. Jetzt bin ich aber... Das hat mich heiß gemacht. Ich kenne das Schwert ja noch gar nicht. Ach, das habe ich mit... Ui. 29 Schaden ist ja jetzt nicht so der Burner. Aber sieht schon nicht schlecht aus, ne? Das Schwert. Brauchen wir Heilung? Ne, brauchen wir gar nicht.